Hallo ihr Lieben, heute arbeiten wir zum ersten Mal mit den neuen Produkten. Es ist ja nicht mehr lange hin, dann könnt ihr sie auch bestellen. Und wir basteln heute diese Box. Ihr seht hier schon zwei neue Produktpakete. Und zwar sind das zum einen die charmanten Gänseblümchen. Die habe ich hier oben als Dekoration verwendet. Die Deko an sich bis auf den Spruch und das weiße Etikett habe ich schon vorbereitet, weil die Box an sich ja auch etwas länger dauert. Ich zeige euch dann im nächsten Video, wie ich die Blüten und so weiter stempel. Denn wir machen im nächsten Video eine passende Karte zu der Box, die wir heute machen. Und was habe ich noch verwendet? Den Riesenstempel Countryside Corners. Da zeige ich euch später, wie ihr das weiße Etikett machen könnt, ohne dass wir diese Innenrahmen auch mitgestempelt haben. Alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein. Und der direkte Link ist in der Infobox. Wir starten mit dem Boden. Also die Box lässt sich ganz normal öffnen. Jetzt geht es ja nicht wieder zu, doch. Und wir starten mit dem Boden. Maße sage ich euch jetzt im Video alle nach und nach, damit ich selber nicht durcheinander komme. Und wir legen los. Für den Boden braucht ihr zwei Stücke Farbkarton in 20x10,5 und Designerpapier haben wir vier Stücke in 2,6x9, zwei Stücke in 3,9x9 und zwei Stücke in 7,9x9. Die Farbkartonstücke sehen dann gleich so aus. Eins habe ich vorbereitet, da ihr da jeweils zwei von braucht und ich euch das nicht doppelt zeige, habe ich eins schon mal vorbereitet, ist aber nicht ganz so schwer. Die Ausstanzung, das zeige ich euch an den Stanzformen, wer sie noch nicht kennt. Im Übrigen, bei diesem Produktpaket ist es so, dass der Stempel Countryside Corners heißt und die Stanzform rustikale Rahmen. Da ist es nicht so, dass Stempelset und Stanzform gleich heißen. Benutzt habe ich hierfür den größten Rahmen, wobei ich den nur für den Deckel, für den Boden genommen habe. Beim Deckel passte das irgendwie alles nicht. Ich habe so viel Farbkarton verschnitten und hin und her gerechnet, aber da kommen wir später zu. Wir machen erstmal den Boden. Also da braucht ihr zwei Ausstanzungen, den dementsprechenden Farbkarton. Designerpapier kann erst an die Seite und wir falzen. Wir haben hier Kommazahlen. Das bleibt nicht aus. Und als erstes falzen wir die lange Seite bei 3,1 cm. Dann drehen wir das Ganze um. Dann geht es weiter bei 7,5, 10,6. Und dann müssen wir es einmal aufklappen. Und dann falzen wir bei 19. Jetzt haben wir hier rechts den 1 cm Klebelasche, den drehen wir nach oben und falzen an der rechten Seite bei 1 cm. Und das war's dann schon, zumindest für den Boden. Nachfalzen. Wir müssen das aus zwei Teilen machen. Ich hatte es erst ausgerechnet einmal rundherum, aber dann bräuchten wir Farbkarton in einer Länge von 36 cm und den habe ich natürlich nicht. Ich arbeite ja meistens mit A4. So, wir schneiden hier unten an der 1 cm Kante, schneiden wir uns Klebelaschen.
Also die werden alle angeschrägt. Und hier oben an der Kante schneide ich auch ganz minimal was weg. Nicht ganz, nicht viel, nur so ein bisschen, dass sie so ein bisschen angeschrägt ist hier oben. So, dann kleben wir das Designerpapier auf. Das könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch noch aufkleben, wenn ihr den Boden fertig habt. Das ist das neue Designerpapier. Ich habe da jetzt bei dieser Box nicht auf den Musterverlauf geachtet. Wobei ich finde, dass es so, also zumindest dieses Papier jetzt, dass es da nicht unbedingt zwangsläufig auffällt, wenn das nicht hintereinander weggeklebt ist, so wie beim Muster. Da haben wir dann, da habe ich dann drauf geachtet. Aber wie gesagt, das Designerpapier könnt ihr auch später noch aufkleben. Das ist kein Problem. Ich bin jetzt mutig und klebe es vorher. Was schief gehen kann ja immer. So. Das Ganze macht ihr dann, wie schon erwähnt, zweimal. Eins davon legen wir trotzdem erst noch wieder weg und fangen mit dem ersten ausgestanzten Teil an und mit dem ersten Element. Und das kleben wir jetzt. Ich fange an der langen Seite an und klebe mir das Element auf die Klebelasche. Das werden wir das später aufstellen, dass alle Klebelaschen innen sind. Ich arbeite hier mit Flüssigkleber, damit ich immer noch ein bisschen schieben kann. Klebt das so nah wie möglich an die Falzlinie. Und dann machen wir hier bei den kurzen Klebelaschen weiter. Ja, du sollst da drunter. Und auch schön darauf achten, dass das wirklich schön Kante auf Kante ist. So, dann nehmen wir die nächste. Klappen die nach unten. Im Übrigen, die Box ist von der Höhe 9,5 cm. Also ich habe die 10,5 in der Hälfte vom A4-Bogen von der Höhe her komplett ausgeschöpft. So, dann nehmen wir hier die letzte noch. Und dann nehmen wir die zweite. Und die klebe ich jetzt erst hier zusammen. Dazu müssen die einmal nach innen. Das ist jetzt natürlich noch alles sehr wackelig. Und auch hier wirklich schön Stoß auf Stoß, also Kante auf Kante. Und dann können wir hier mit den kleinen weitergehen.
Ich benutze hier am Boden nicht ganz so viel Kleber, weil ich die zweite Ausstanzung gleich nach innen klebe. Das ist optional, das müsst ihr nicht machen, wenn ihr da den Tombow verwendet und nicht was ganz so Schweres reinpackt, dann dürfte das halten, ohne dass es wieder aufgeht. Und ihr müsst natürlich darauf achten beim Boden, dass die Klebelasche innen, einmal nach außen, dass sie sich nicht verhaken. Na? Schon mit Kleber rumgeschmiert. Da geht's los. So, und die letzten beiden Klebelaschen jetzt, da mache ich auf beiden Kleber drauf. Die untere klappen wir nach innen, beziehungsweise beide nach innen, die müssen beide nach innen. Und dann können wir hier erst an der Seite schließen. Und jetzt stelle ich mir das hin und drücke mir die letzte Klebelasche von innen fest. So, und so haben wir den Boden dann schon mal fertig. Das Teil, was jetzt innen reinkommt, es könnte sein, dass das unten am Boden ein bisschen eng ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier von dem Etikett noch ein ganz bisschen abschneiden. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das einfach da reingeklebt. Das kommt ein bisschen drauf an, wie ihr den Boden geklebt habt. Ich drücke mir das hier innen einmal fest. Und somit haben wir von innen die Klebelaschen nicht mehr, bis auf die beiden an den langen Seiten und quasi einen doppelten Boden. So, das ist der Boden. Kommen wir zum Deckel. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, wie ich den geklebt habe. Erst einmal brauchen wir 2 Streifen Farbkarton in 20,4 x 4,5. Dann haben wir Designerpapier, 2 Stücke in 8 x 3 cm, 2 Stücke in 4 x 3 und 4 Stücke in 2,7 x 3 und ein zusätzliches Stück Farbkarton in 10 x 13,5. Hier habe ich auch wieder eins vorbereitet. Das zweite machen wir zusammen. Also das kann erst an die Seite und das Designerpapier auch. Wir falzen erst wieder. Entschuldigt. Und der Deckel an sich muss ja etwas größer sein. Deshalb habe ich rundherum 1 mm, also pro Element 1 mm dazugegeben. Das heißt, wir falzen als erstes bei 3,2. Dann bei 7,7. 10,9 und dann müssen wir es wieder aufmachen und falzen bei 19,4. Jetzt haben wir hier rechts wieder die 1 cm, die drehe ich mir wieder nach oben und falze an der rechten Seite bei 1 cm. Auch das falzen wir nach.
Und auch hier schneiden wir uns wieder unten an der 1 cm Seite Klebelaschen. Und auch hier oben an der letzten Seite wieder ein bisschen anschrägen. So, da ist das zweite Element. Das kommt hier gleich dran. Vorher kleben wir erst das Designerpapier auf. Beziehungsweise auch hier könnt ihr das Designerpapier später aufkleben. So, das kleine noch und dann haben wir noch das lange. Und dann können wir die beiden Streifen zusammenkleben. Jetzt ist natürlich wichtig, dass die Klebelaschen in eine Richtung liegen. Und auch hier klebe ich das so, dass das schön Kante auf Kante sitzt. Also das schließen wir komplett. So, dann haben wir den Ring für oben fertig. Und beim ersten Mal habe ich ausprobiert, also da habe ich mir das große Element nochmal ausgestanzt und habe das oben drauf geklebt. Das sah aber komisch aus. Es hat sich irgendwie alles verschoben und dann hat man hier Löcher gesehen von den Klebelaschen. Wie auch immer, ich habe viel ausprobiert und es hat mir irgendwie alles nicht gefallen. Manchmal reicht es, wenn man, wir haben ja jetzt am Boden den Rand quasi oben auf das Etikett geklebt und manchmal reicht es, wenn man dann die Klebelaschen nicht von, also von, wenn das Etikett jetzt so rumliegt, dass wir die Klebelaschen vom Deckel oben drauf kleben, dass der Abstand dann reicht. Das passte hier aber nicht. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich setze mir den Deckel drauf und die Klebelaschen lege ich alle nach innen. Also die klappe ich alle um, so dass der Deckel nicht mehr runterrutschen kann, weil er ist ja größer. Normalerweise würde er jetzt von der Box komplett runterrutschen. Deshalb legen wir die jetzt um. Und dann habe ich überall Kleber drauf gemacht und mir das Stück einfach oben drauf gesetzt. Habe das einen Moment anziehen lassen und dann habe ich drumherum geschnitten. Und ich finde, das sieht gut aus. Also, so habe ich das Problem mit dem Deckel jetzt gelöst. Ich bin gespannt, was da in den Kommentaren kommt. Vielleicht hat der ein oder andere doch noch einen Tipp für mich, wie ich es hätte anders lösen können. Aber so habe ich es jetzt gemacht. Also, dementsprechend mache ich mir überall Kleber drauf. Natürlich nicht zu viel. Es soll jetzt möglichst nicht unbedingt rausquillen. So, wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die Klebelaschen wirklich alle umklappt, damit der Deckel nicht mehr wegrutschen kann. Jetzt nehmen wir uns das Stück, das ist das Stück in 10 x 13,5 und das lege ich jetzt oben drauf.
An der rechten Seite lege ich mir das bündig an. Und jetzt halten wir es kurz fest. Und jetzt kommt gleich der Vorführeffekt und es hält nicht. Also der Deckel hat mich hier echt Nerven gekostet. Ich weiß nicht, wie viel Farbkarton ich hier schon zerschnitten habe bei diesem Projekt. So, jetzt nehmen wir vorsichtig den Deckel ab. Wichtig ist, nicht mehr verschieben jetzt, wenn ihr mit Flüssigkleber gearbeitet habt. Ordentlich andrücken von innen. So, und jetzt müsst ihr euch überlegen, ob ihr jetzt mit einem, es steht ja jetzt hier an den Seiten was über, ihr müsst euch jetzt überlegen, ob ihr da einmal mit einem Bastelmesser dran lang geht. Ich habe einfach meine Schere genommen, die so nah wie möglich an den Deckel gelegt und das einfach abgeschnitten. Mein Mann würde jetzt sagen, da hast du aber gefuscht. Aber ich sag mal so, hier hält es noch nicht. Der Beschenkte letzten Endes weiß ja nicht zwangsläufig, wie die Box gemacht worden ist. Also wie gesagt, beim Deckel. Ich wollte euch unbedingt diese Box zeigen. Ich hoffe, ihr seid mit der Lösung einverstanden. So, dann müssen wir hier die lange Seite noch. Am besten ist es eigentlich, wenn ihr das ein bisschen länger trocknen lasst. Dann lauft ihr nicht Gefahr, dass das eventuell noch wieder aufspringt, so wie bei mir jetzt, weil es noch nicht trocken ist. So, und so sieht mein Deckel jetzt von oben aus. Wer möchte, das habe ich bei dieser Box gemacht, kann sich jetzt noch ein Element ausstanzen und das reinsetzen. Und ich gucke mal, ob ich das einfangen kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das seht ihr hier nicht. Da sind 3-4 Millimeter ist da Platz vom Etikett bis zum Rand und von daher habe ich das Problem so gelöst und somit haben wir die Box auch fertig. Ich finde, das sieht gut aus. So, kommen wir zur Deko. Da brauchen wir zum einen den großen Stempel. Also wie gesagt, die Blumen hatte ich ja schon vorbereitet. Und das kleinere Etikett, was oben drauf kommt, auch. Das ist im Übrigen Marineblau. Das ist das neue Boho-Blau. Und ich habe die Gänseblümchen jetzt gestempelt in Marineblau, Currygelb und die Blätter in Faungrün. Und jetzt wollen wir ja, jetzt ist schon ein Blatt verschütt, wir wollen ja jetzt bei diesem Stempel, ich drehe ihn mal um, nur den Rand mit diesen gestrichelten Linien. Wo ich den Stempel bekommen habe, ich bin ganz ehrlich, ich habe erst überlegt, ob ich ihn auseinanderschneide. Aber dann hat man natürlich, ja, wie soll ich das sagen, laffige Stempel im Endeffekt, weil hier zwischen natürlich nicht viel Platz ist, um das auseinanderzuschneiden. Deshalb habe ich mir jetzt den Stampin' Write Marker genommen, also den runden, nicht den Alkoholmarker, in Marineblau und färbe mir jetzt die Umrandung ein, die ich haben möchte. Das dauert einen Moment. Also ich nehme da auch die Pinselspitze für.
So, und ich gehe dann noch ein zweites Mal drüber her. Damit wir schön satt Farbe haben. Da das einen Moment dauert, kann es sein, dass die Farbe an manchen Stellen etwas wieder antrocknet. Die aktivieren wir aber gleich wieder, indem wir den Stempel einfach ein bisschen anhauchen. Dann nehmen wir unser Papier. Und jetzt können wir hinten gucken, anhand der Linien, wo wir den Stempel positionieren müssen, so dass wir es auch noch gut ausstanzen können. Und jetzt habe ich, glaube ich, so viel erzählt, dass ich zu tief gestempelt habe. Aber das sehen wir jetzt gleich. Lass das einen Moment drauf. Und so haben wir unseren Rand. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da habe ich so ein bisschen gemeiert, aber eigentlich stanzen wir das jetzt gleich mit aus. Und zwar brauchen wir da, ich glaube, es ist der dritte. Ja, also der dritte von außen. Und wir müssen auch noch den Spruch stempeln. Den habe ich noch nicht auf den Block gezogen. Der kommt aus den Gänseblümchen. Da oben ist er. Geburtstagsblumen für dich. Ein Stempelblock. Und das Stempelkissen in Marineblau. Das stanze ich hier, beziehungsweise das stempel ich mir jetzt hier unten hin. Und dann brauchen wir die Stanzform noch. Die kommt aus den Stanzformen, die es passend zu den Gänseblümchen gibt. Und zwar die hier unten. Und jetzt nehme ich mir nochmal eben mein Schneidebrett. Falsch rum. Und schneide mir die beiden Elemente hier runter. Natürlich mit ein bisschen Abstand. Dann habe ich nämlich dieses Stück noch über fürs nächste Projekt. Na? Und dann brauchen wir die Stanzmaschine. So, erstmal das große Element. Dann haben wir hier unseren Spruch. Der soll möglichst mittig auf das Etikett, beziehungsweise sollten wir möglichst mittig ausstanzen. So, jetzt hoffe ich, das Knacken ist normal. So, und dann können wir zusammenkleben. Dimensionals, meine Deko, die ich schon vorbereitet habe. Etikett, Spruch, Reste an die Seite. Also der Spruch würde hier jetzt noch ein zweites Mal drauf passen, also nicht wegschmeißen. So, das brauchen wir noch nicht. Wir fangen an mit unserem Spruch. Da kommt als erstes, Achtung, aufpassen, an die richtige Seite ein Dimensional drauf. Dann habe ich die große Blüte, auch mit einem Dimensional versehen. Und die kleben wir auch als erstes.
Ich nehme da das Etikett zur Hilfe, dass ich ungefähr weiß, wo ich mit der Blüte hin möchte. Mit der großen. Dann nehmen wir die kleine. Ein bisschen Flüssigkleber. Aber wir können jetzt eigentlich auch erst das Etikett festkleben. Eine Seite Dimensional. Andere Seite ein bisschen Flüssigkleber. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen hochgerutscht. Oh, macht aber nichts, das passt noch. Die Blüte kommt dahin. Bekommt noch ein Blatt. Ich ziehe mir die wieder so ein bisschen über den Fingernagel. Das könnt ihr auch mit dem Falzbein machen. Zwei Blätter an der Seite. Und dann noch zwei hier unten hin. Und dann haben wir es auch schon. Das Ganze kommt mit Dimensionals. Ich glaube, ich brauche gleich neue. Aber für dieses Projekt wird es noch reichen. Auf das Etikett in Boho Blau. Das richten wir schön mittig aus. Und das Ganze kommt dann auf unsere Box. Da nehme ich jetzt Flüssigkleber. Und richte mir das hier schön mittig aus. So, da ich hier jetzt mit dem Etikett etwas höher gerutscht bin, lasse ich die Steinchen hier jetzt weg. So sehen sie jetzt aus. Und somit sind wir auch schon durch für heute. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr bastelt sie eventuell nach. Ab nächste Woche, also ab dem 2. Mai, könnt ihr die Produkte ja auch bestellen. Und jetzt sage ich wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!